Am Montag hat sich der DAX bester Laune präsentiert. Jetzt dümpelt er wieder so ein bisschen vor sich hin. Daher natürlich die große Frage, ist die Korrektur schon beendet, die wir heute im Bernecker Stammtisch beantworten möchten? Ich darf Sie herzlich begrüßen zur neuen Ausgabe. Eingeladen habe ich mir heute Stefan Schmidtbauer, Redakteur von der Bernecker Einzelanalyse, Walter Tissen, Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief und Volker Schulz, Redakteur von der Aktionärsbrief. Ja, für mich war die Meldung bis Dienstag noch in Ordnung. Mittwoch kam dann die Meldung von Southwest Airline, dass sie ihre Jahresziele so ein bisschen rummodeln und haben damit alle Fluglinien in den USA auf Sinkflug geschickt. Damit auch meine Aktie. Es ist klar, wer die Runde verloren hat. Wir gucken drauf. Diesmal brauchte ich keinen Hebel, diesmal brauchte ich nur Southwest Airline. Die hat alleine von Mittwoch auf Donnerstag hat die Aktie knall 7% eingebüßt. Damit war auch der Sieg weg. Den hat sich Herr Rainer ergattert mit Svenska Cellulosa, die ist im Plus. Ja, der Herr Kantem auch im Plus mit Nemetschek und Herr Suris mit 2G Energy noch ein bisschen besser als ich. Also, Prost auf mich, die Runde geht auf mich, Dankeschön. Southwest Airlines ist damit in meiner Beliebtheitsskala an Weselski vorbeigezogen. Aber, tja, wir schauen mal, wo der DAX sich in der Beliebtheitsskala aufhält. Ist die Korrektur für dich beendet nach dem Montag, wo es so nach oben ging? Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist ja eine ziemliche Luftnummer, die die EZB da bekannt gegeben hat. Man wird Käufe vorziehen, das heißt ja nicht, das Programm wird insgesamt ausgeweitet, dann wird nur ein Teil der Käufe, die eigentlich für einen späteren Zeitraum geplant waren, wird man jetzt vorziehen. Insofern macht das unterm Strich überhaupt keinen Unterschied für den Aktienmarkt. Ich glaube, diese Geschichte, die wir hier gesehen haben, wird relativ schnell verpuffen und dann wird man wieder in die Konsolidierung zurückfallen. Und dann hat man auch gesehen, es gibt einige Banker, die sind ein bisschen gleicher als die anderen. Da gab es ja so eine kleine Veröffentlichkeitspanne. Gut, wenn man mal essen geht und ein Weinchen trinkt, dann kann man schon mal ein bisschen geschwätziger werden. Ne? Volker, wie sieht es bei dir aus? Auch Korrekturmodus noch nicht beendet? Kann da noch was kommen? Also ich sehe es zuerst einmal rein technisch. Wir hatten ja diesen Korrekturtrend, der seit 10. 12. April etwa, diesen Korrekturtrend haben wir nach oben jetzt verlassen. Damit ist für mich die Korrektur erstmal beendet. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir jetzt sehr schnell Richtung 12.4 wieder hochlaufen und neue Tops machen. Das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass wir so eine Seitwärtsphase haben werden, vielleicht sogar über die Sommerferien hinweg. Aber was ich nicht mehr sehe, sind deutlich tiefere Kurse. Wir hatten ja das Tief bei 11.160 Punkten etwa gesehen. Ich denke, dass wir damit das Tief erstmal über die nächsten 2-3 Monate gesehen haben und rechne jetzt mit einer Seitwärtskonsolidierung. Tja, eine Meinung fehlt noch weiter. Wo siehst du den DAX jetzt wieder Richtung 12? Oder? Ja, ich denke auf kurze Sicht ist 12 keine ganz unrealistische Marke. Halten wir erstmal fest, vielleicht, dass die Bewertung im DAX da nicht besonders hoch ist. Wenn die Taxen laut der Börsenzeitung greifen, liegen wir, glaube ich, für das laufende Jahr bei ungefähr 15, für das kommende Jahr bei 13,5. Das heißt, die Bewertung ist an sich kein großer Stolperstein. Volker hat eben auf die kurzfristige Charttechnik hingewiesen. Die hat sich natürlich in der Tat verbessert. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist immer noch recht weit. Wir haben jetzt von oben schon eine gute Ecke verloren, aber der Abstand zu der 200-Tage-Linie liegt immer noch bei ungefähr 1600 Punkten, ungefähr 15%. Und das ist natürlich schon immer noch unter dem Strich und auf längere Sicht gesehen eine überkaufte Marktsituation. Also auf kurze Sicht glaube ich auch, dass wir erstmal Luft nach oben haben, aber weit jenseits der alten Tops hinaus sehe ich den DAX im Moment auch nicht. Was macht denn der Anleger? Trompete raus, Attacke und wieder rein in den Markt und mitnehmen bis 12.000 oder mehr? Es geht eigentlich immer das gleiche Prinzip. Man sollte weniger auf den Gesamtmarkt blicken, sondern vielmehr sich die Unternehmen anschauen. Es gibt immer wieder ein paar Highlights mit dabei. Und die sollte man sich rauspicken. Hier sollte man investieren. Dann ist man auf der sicheren Seite, auch wenn es mal 500, 600 Punkte lang geht. Highlights. Die Quartalsberichtssaison ist vorbei, Volker. Welche Highlights hast du da gesehen? Welche Aktien bieten sich denn jetzt an, wenn man wieder in den Markt zurückkommt? Weil ihr hattet im Aktionärsbrief ja auch gesagt, Sell it, may go away wäre jetzt nicht die schlechteste Alternative. Im letzten Stammtisch haben wir auch gesagt, gehen Sie ruhig mal raus, stellen sich an den Seitenrand und warten ein bisschen ab. Wer uns gefolgt ist, hat mit Sicherheit keinen Fehler gemacht und kann jetzt selektiv wieder einsteigen. Ja, aber wie ich gerade schon sagte, ich gehe jetzt nicht von einer DAX-Rallye aus, sondern eher von einem mühsamen Seitwärtstrend über die nächsten Monate. Das heißt, wir kaufen nicht den ganzen Markt, sondern, wie der Stefan es gerade schon sagte, wir kaufen wirklich Einzelstories. Wir schauen, was jetzt bei den Quartalszahlen los war. Wir schauen, wo wir auch noch Fundamentalluft haben. Haben zuletzt eine Kali und Salz zum Beispiel empfohlen oder eine Metro als Sonderstory, wo es einfach neue Hinweise gibt. Also wirklich nadelstichmäßig suchen wir die Aktien raus und gehen nicht in den breiten Markt oder setzen auf irgendwelche Branchen. Gut, Nadelstiche sitzt in der Redaktion ja auch immer, aber meistens bei den Kollegen. Aber das ist ja okay, ne? Wenn du dieser Linie treu bleibst. Jetzt hast du vielleicht ein bisschen zu viel schon für einen Stresstest verraten, dann kommst du aber dann später nochmal zu. Ihr selektiert natürlich auch, oder?
Ja, also auf dem jetzigen Niveau müsste ich auch nicht unbedingt den DAX als ganzen Index kaufen. Auf lange Sicht kann das ja durchaus Sinn machen, jetzt auch in die Breite zu gehen aus meiner Sicht. Aber auf kurze Sicht und auf dem jetzigen Niveau ist das nicht so spannend, finde ich. Es gibt interessante Einzelstories in der Tat und auch größere Stories, beispielsweise eine neue Ausgabe vom Frankfurter Börsenbrief. Schauen wir auf das Thema autonomes Fahren, halte ich für ein ganz spannendes Thema auf längere Sicht mit ganz interessanten Facetten. Und auch interessanterweise und positiverweise auch mit interessanten Schlaglichtern sogar von deutschen Unternehmen. Continental beispielsweise ist dabei, im Softwarebereich was zuzukaufen. Das ist eine schöne Story, die man weiterspielen kann. Daimler hat jetzt vor kurzem eine Erfolgsmeldung gehabt mit der Zulassung des autonom fahrenden LKWs in Nevada. Also das ist schon so eine für sich allein schon sehr interessante Story. Ansonsten auch Einzelthemen wie beispielsweise Leonie. Interessante Charting, es gab Insiderkäufe, die Bewertung ist immer noch niedrig. Oder im Spezialitätenbereich auch eine Viscom, wo es auch sehr gute Zahlen in jüngerer Zeit gab. Also solche Titel kann man im Moment weiterspielen. Gut, autonomes Fahren. Wenn ich den LKW-Fahrer auf meiner Urlaubsfahrt nicht mehr anbauen kann, weil er links rüberzieht, ne, dann geht mir schon ein bisschen was verloren auf der Fahrt. Ne? Aber Einzelstories sind Trumpf. Da hat Fitch eine schöne Einzelstory ausgepackt und mal eben alle deutschen Banken abgewatscht und die Bundesregierung als Buhmann dargestellt. Ist das jetzt was man hochhängen muss oder hakt man das ab und legt es beiseite? Ich glaube, bei den Banken, das kann man mittlerweile entspannt sehen. Die kriegen eigentlich wöchentlich auf die Mütze, das prallt an den Anlegern inzwischen weitestgehend ab. Man hat es auch gesehen, die Kurswirkung ist eigentlich inzwischen nicht mehr besonders drastisch, wenn solche Nachrichten kommen. Insofern, die Banken sind perspektivisch sicherlich interessant. Kurzfristig würde ich mich weiterhin von Deutsche Bank, Commerzbank und Visa heißen fernhalten. Ja, Deutsche Bank auch Hauptversammlung am Donnerstag, da ging es auch ordentlich rund. Würdest du die auch nicht anfassen, oder? Ja, also ich würde den Bankensektor sowieso eher nicht auf eine Bank setzen, sondern wenn, würde ich auf den gesamten Sektor setzen. Ich habe mir jetzt noch mal kurz vor der Sendung den Eurostocks, den Stocks 600 Banken angeguckt. Wenn man sich den Index anschaut, das ist relative Stärke. Wir hatten vor zwei Tagen neues 7 oder 8 Jahreshoch. Ja? Also die gesamte Branche, europäische Bankenbranche, profitiert enorm von dem QE-Programm der EZB. Und europäische Bankaktien laufen im Moment einfach überdurchschnittlich. Das ist so. Da muss ich mich nicht auf ein oder zwei Problembanken spezialisieren, wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Da kaufe ich einfach den gesamten Sektor. Damit fühle ich mich am wohlsten. Schluss, Ende, aus. Ne? Ja. Ja, Punkt, meine Damen und Herren. Wir machen einen Punkt. Und wie seid ihr mit deinen Banken aufgestellt? Was hältst du jetzt von der Abstufung? Macht das wirklich was aus? Jetzt müssen die sich hier Geldkrise von der EZB noch hinterher geworfen. Da ist doch egal, welches Rating die aufweisen, oder? Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Ne? Normalerweise ist ein Rating ja schon ein Einflussfaktor für die Kapitalkosten eines Unternehmens. Wenn aber die Kapitalkosten sowieso lächerlich niedrig sind, wenn man an jeder Ecke Kapital hinterhergeschmissen bekommt oder schon froh ist, wenn man nicht für das Kapital, was man hat, auch noch Zinsen zahlen muss, dann ist das halt nicht so entscheidend. Und der Aspekt, mit dem Fitch das ja auch begründet hat, dass also Staaten möglicherweise weniger eben in die Bresche springen würden oder nicht so sehr den Rettungsschirm aufspannen würden, wenn es dann zum Krisenfall kommt, ist natürlich schon auch etwas hypothetisch, ne? Also was ich so gelesen habe in der FAZ oder in der Börsenzeitung. Also ich glaube, dass das keinen großen Unterschied im kurzfristigen Bild macht. Die deutschen Banken sind für mich unter dem Strich eigentlich nicht so interessant. Im Arealbank würde ich vielleicht positiv herausgreifen. Commerzbank und Deutsche Bank sind mir einfach etwas zu unkalkulierbar. Gerade die Deutsche Bank, da kann es immer mal wieder irgendwelche Stolpersteine geben, irgendein Müll, der gefunden worden ist, irgendeine Sünde, die aus der Vergangenheit hochkocht, das ist für die Anleger nicht so erquicklich. Arealbank ist ja mit dem Hebel auch dein Glücksgriff gewesen. Genau. Da habe ich nur ich habe dich übertroffen mit der AXA. Ah. Zweimal hintereinander, aber jetzt verloren, ne? Oder kann das sein? Schlechter Lauf. Ich bin wie Bayern München. Ich bin schon alle guten Meister. Dinge sind drei, ja, oder? Ja, immer, oder? Das Triple zu. So da habe ich wenigstens das Triple, die Bayern haben es nicht. Und bei den Bayern ist die Luft raus, ne? Kann man ja sagen, kurz vor dem Saisonfinale. Apropos, macht den Unterschied. Macht es noch einen Unterschied, was die FED sagt? Das Sitzungsprotokoll ist raus. Also inzwischen macht es keinen großen Unterschied mehr. Also man hat so ein Spektakel, das sich vor jeder FED-Sitzung wiederholt. Alle warten, schauen mit Argusaugen auf dieses Protokoll, das dann veröffentlicht wird. Und jedes Mal stellt man wieder fest, ja, hoppa, da steht wieder nichts drin. Müssen wir auf die nächste Sitzung warten. Es ist albern inzwischen. Es hat auch auf den Markt inzwischen wenig Auswirkungen. Es wird erst dann wieder eine Auswirkung haben, wenn wirklich die Zinserhöhung beschlossen wird. Ob das dieses Jahr noch sein wird oder nächstes Jahr, steht in den Sternen. Ich glaube, die FED weiß es selber nicht so genau. Ja, glaube ich auch. Ist ja auch die ganze Zeit noch spekuliert worden, anstatt Zinserhöhung im QE-Programm. Davon war aber jetzt im Protokoll nichts zu lesen. Ist ja jetzt auch so ein bisschen... Nee, ist denkbar. Also Zinserhöhung steht für mich
noch nicht mal in den Sternen. Also für mich ist sicher, dass sie dieses Jahr nicht kommen wird. Ich bin felsenfest davon überzeugt, die Amerikaner wollen einfach nicht ihre Währung noch stärker machen. Sie leiden ja jetzt schon darunter. Es wurden ja jetzt auch im FED-Protokoll Gründe angeführt, warum jetzt im Juni keine Zinserhöhung kommt. Da wurde Griechenland genannt, da wurde China genannt. Also das ist das ist lächerlich. Ja. Das ist mit Sicherheit nicht der Grund, das sind Alibi-Gründe. Man möchte einfach die Währung nicht noch stärker werden lassen. Und man sieht es ja auch an bestimmten Daten wie der Industrieproduktion, zuletzt dem Verbrauchervertrauen. Rund läuft es da auch nicht unbedingt und deshalb wird man die Zinsen auch dieses Jahr nicht mehr erhöhen. Da auch nichts Konkretes kam, müssen wir natürlich auch über das Verhältnis Euro-US-Dollar sprechen. Der Euro ist natürlich wieder stärker geworden, weil Frau Yellen weil Frau Yellen nichts gesagt hat wegen Zinserhöhung. Also muss man jetzt davon ausgehen, dass das den DAX auch ein bisschen ausbremst? Ja, also das Euro-Dollar-Verhältnis ist tatsächlich in einer unschönen Weise geprägt, eben von diesen künstlichen Seitenwinden, sei es die Griechenland-Thematik und besonders eben die Notenbank-Thematik. Jetzt vor kurzem die Äußerungen, jetzt die von der EZB kamen oder von Benoît Cœuré von der EZB, die natürlich den Euro beeinflusst haben. Solche Seitenwinde kann es immer mal geben. Charttechnisch kann man sagen, dass bei 1,15 Dollar erstmal eine wichtige Widerstandsmarke liegt oder Widerstandsbereich liegt, nämlich die 200-Tage-Linie. In den letzten zwei Jahren war das eine sehr griffige, gute und starke Marke, an der man sich orientieren konnte. An dieser Marke ist man erstmal abgeprallt. Insofern ist das Bild im Moment für mich ziemlich offen. Ich glaube, 1,10 ist nach unten erstmal ein sinnvoller Bereich, den man antesten kann. Da muss man gucken, wie es dann weitergeht. Ja, Gret, der quatscht ja gerne oder erzählt gerne was in netter Runde. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie mal wieder was loswerden wollen, was am nächsten Tag erst veröffentlicht wird, bei uns in den Stammtisch zu kommen. Da können Sie auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Nehmen wir doch gerne mit, oder? Wenn ihr uns mal so ein bisschen was macht. Nehmen wir mit. Also, wie gehe ich jetzt vor? Ich bin also immer noch verhalten positiv. Oder mache ich was anderes? Nö, ich würde schon sagen, wenn man gerne mit Aktien zu tun hat, dann sollte man auch weiterhin am Markt bleiben. Ich sehe jetzt keinen Grund, da Panik mit erhobenem Haupt dann rauszulaufen, die Gewinne auch weit davon mitzunehmen. Wie ich gesagt habe, vor allem, es gibt eine Menge spannender Titel. Guckt man sich Nemetschek an oder auch im US-Technologiebereich gibt es eine ganze Menge von spannenden Aktien, die man jetzt durchaus noch kaufen kann. Bewertungen sind okay und so kann. Bleiben wir dabei. Wir bleiben dabei, meine Damen und Herren. Und wir kommen bei unserem Ball jetzt zum Stresstest. Im Stresstest dreht es sich um die Aktie von Kali und Salz, kurz K plus S. Volker, du darfst anfangen, weil du hast dich ja eben schon verplappert. Ne? Du hast ja schon gesagt, dass du dir die Aktie zum Kauf empfohlen habt. Deswegen wird jetzt im Stresstest wahrscheinlich auch von dir kein einziges negatives Wörtchen kommen. Ne, mir fällt im Moment nicht viel Negatives ein. Wir hatten Quartalszahlen. Die Quartalszahlen lagen sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT, als auch beim Nettogewinn über den Erwartungen. Man hat die Umsatzprognose angehoben. Kali und Salz profitiert natürlich im Moment auch vom schwachen Euro. Wir haben ja gerade festgestellt, dass das auch noch eine Zeit lang so bleiben wird. Dazu kommt, dass gleichzeitig noch ein Kostensenkungsprogramm läuft seit 2014. Es geht darum, die Kostenbasis um 500 Millionen Euro abzusenken. 120 und bis 130 Millionen hat man in 2014 davon schon realisiert. Der Rest wird bis 2016 realisiert. Dann haben wir noch das Legacy-Projekt in Kanada, das im Sommer 2016 wohl an den Start gehen wird. Dadurch wird man die Produktionskapazitäten um 27% ausweiten, da man dort wesentlich günstiger produziert als in den bisherigen Minen. Wird natürlich auch der Gewinn überproportional dann ab 2017 steigen. Also ich sehe im Moment ehrlich gesagt relativ wenig negative Einflüsse. Die Kali-Preise haben sich alle stabilisiert. Wir haben Übernahmefantasie noch in der Branche. Kali und Salz hat einen Streubesitz von 90%. Wir haben jetzt Monsanto, Syngenta das Thema gesehen. Also es spricht wenig eigentlich gegen Kali und Salz. Und im historischen Vergleich ist die Aktie auch noch relativ wenig gelaufen. Ja, wenn man guckt, weil die Höchstkurse liegen, ist noch eigentlich, kann die sich noch verdoppeln, ne? Ist das drin? Nein.
Das ist natürlich schon ein bisschen viel, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sich K&S in einem interessanten Themenfeld bewegt. Wenn wir an das Thema Weltbevölkerung denken, wachsender Wohlstand, Veränderte Essgewohnheiten und entsprechend auch den Bedarf, aus den vorhandenen Ackerflächen eben mehr Ertrag herauszubekommen. Das heißt, Dünger ist gefragt, K&S ist ja auch der größte Salzproduzent auf der Erde. Und es ist in der Tat so, dass die K&S-Aktie relativ zum DAX in den letzten Jahren ja brutale Unterperformance gezeigt hat. Das heißt, allein schon vom Aufholpotenzial ist es eine sehr attraktive Aktie. Wir haben sie auch zum Kaufen vorhin. Okay, also, ja, da stehst du jetzt. Ja, ne? Und, du musst jetzt dagegen reden, sonst wird zu langweilig. Ich würde unheimlich gerne was anderes erzählen, aber es ist im Prinzip genauso. Wir haben einfach ein schönes Sentiment momentan bei der Aktie, die Mischung, die passt. Wir haben hervorragende Zahlen gesehen, die sind vom Markt nicht so honoriert worden, wie ich das erwartet hätte. Wir haben eine schöne Entwicklung beim Kali-Preis, Absatzpreise haben sich sehr schön entwickelt. Wir haben einen schwachen Euro, was K&S sehr an die Karten spielt, 60% Auslandsanteil beim Umsatz. Insofern, man kann derzeit einfach wenig Schlechtes sagen. Charttechnik ist auch in Ordnung. Von daher ist eine Aktie, die man sich auf Perspektive von 2-3 Jahren sicherlich mal ins Depot bringen kann. Ja, da liegen wir doch. Die Frage ist, warum ist sie beim Aktienspiel gar nicht dabei, wenn ihr die alle so lobt? Ne? Aber meine Damen und Herren, Kali und Salz hat den Test deutlich bestanden. Wenn sie wieder in den Markt zurückkommen möchten und selektiv vorgehen, ist Kali und Salz sicherlich eine Aktie, die ganz vorne auf ihrem Kaufzettel stehen sollte. Wenn Sie andere Aktien haben, wo Sie nicht ganz so sicher sind, ob die auf den Kaufzettel gehören oder nicht, dann können wir Ihnen da auch helfen, nämlich mit einer kleinen, klitzekleinen E-Mail an redaktion@bernica.tv. Dann können Sie uns die Aktie dort mitteilen und dann nehmen wir die hier im Stresstest auf und besprechen die auch. So war es mit dieser Aktie, so wird es beim nächsten Mal wieder mit der nächsten Aktie sein, die Sie uns zuschicken. Wir nehmen uns da eben immer eine raus. So, und jetzt kommen wir zum Aktienspiel ohne Kali und Salz, obwohl wir die Aktie ja über den grünen Klee gelobt haben. Herr Schulz hat gerade gesagt, mir gefallen alle Werte außer Fraport. Wer Fraport hat, klären wir gleich auf. Wir fangen erstmal mit einem deutschen Einzelhandelsriesen an. Die Metro hat es dir angetan. Heute übrigens, meine Damen und Herren, alle Aktien aus Deutschland. Und deswegen, du gehst mit der Metro ins Rennen. Warum? Haniel baut ab, du baust auf? Haniel baut ab, ja. Aber die Metro war relativ langweilig, so über die letzten Jahre. Man hat immer wieder versucht, sich zu konsolidieren. So richtig was draus geworden ist eigentlich nicht. Das fehlt so der Zündfunke. Und jetzt ist im Gespräch, dass man Kaufhof vielleicht an den Karstadt-Eigentümer, an den René Benko, verkaufen könnte. Das ist ein österreichischer Investor. Der geht momentan mit dem dicken Geldbeutel rum und möchte gerne seine Milliarden an die Metro weiterreichen. Diese Idee von der Deutschen Warenhaus AG, also eine Kombination aus Karstadt und Kaufhof, die gab es schon mal 2011. Damals ist sie nicht zustande gekommen. Ich bin ganz guter Dinge, dass Metro diesmal sagt, wir würden gerne Schlussstrich unter dieses Kapitel ziehen, dass man sich da auf die Verhandlungen einlässt und auch zu einem positiven Ende kommt. Und das würde, glaube ich, dem Metro-Kurs einen ganz ordentlichen Schub verleihen. Deswegen denke ich, gerade auf Sicht von 2 Wochen ist die Aktie relativ spannend. Ja, aber Karstadt hat dafür 1 Euro gekauft. Was, wenn er jetzt der Metro auch nur 1 Euro bietet? Ja, sind schon andere Summen im Gespräch, was man so gehört hat. Geht es um eine Summe von rund 3 Milliarden. Da könnte die Metro dann schon was machen. Okay, 3 Milliarden ist ja ein bisschen mehr als 1 Euro, ne? Aber für 1 Euro würde ich die Kaufhäuser auch kaufen, ne? Aber kommen wir mal zu deinem Wert, der ist so, so ein ganz etwas kleinerer, ne? BMP Media habe ich selten vorher gehört, was genau machen die, warum hast du die jetzt ausgewählt und vor allem, warum ist der Kurs unter 1 Euro? Ja, ist ein Penny-Stock. Ich will mal wieder gehen. Pennystockkracher.de, kannst du mal gucken. BMP Media, ja, ist eine echte Spezialität, überhaupt keine Frage. Ist ein Beteiligungsunternehmen oder war bislang ein Beteiligungsunternehmen und hat jetzt eine Mehrheitsübernahme getätigt. Und zwar haben die Sleeps GmbH gekauft. Oh. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal Bettenbedarf im Internet geordert hast, aber Marktforscher sagen, dass das noch ein Bereich ist, der unterentwickelt ist, der sehr, sehr stark wächst. Also du bestellst eine Matratze quasi im Internet. Zu Sleeps GmbH gehört zum Beispiel matratzendiscount.de. Das ist sensationell. Du kommst mit Kaufhofverkauf an. Aber hier, da sind die Matratzen und Schlafen. Das ist die Zukunft. Herr Benko, wenn Sie zugucken, kaufen Sie nicht den Kaufhof. Sleeps AG ist die Zukunft. Genau. Meine Güte. Ja, ihr lacht. Ich weiß nur, wie ihr bei Sücknis auch gelacht habt. Ja. Die hat sich, glaube ich, verdreifacht danach. Aber okay, nicht während der Sendung. Nein, das nicht. Genau, und
man geht also jetzt weg vom Beteiligungsgeschäft, sondern man will sich wirklich auf diesen Bereich fokussieren. Man will bis 2018 100 Millionen Umsatz hier generieren in diesem Bereich und das ursprüngliche Beteiligungsgeschäft, das wird komplett verkauft. Wenn man jetzt den Bewertungsansatz von der Aktie heranzieht, merkt man schnell, dass sie doch relativ unterbewertet ist, weil das Beteiligungsportfolio deckt den aktuellen Wert der Aktie mehr als ab. Ja, wir kommen im Moment auf einen Net Asset Value von etwa 1 Euro je Aktie. Gibt auch aktuelles Research dazu sogar von Montega. Die haben als Kursziel 1,30 Euro darauf geschrieben. Das Unternehmen ist übrigens extrem solide finanziert. Man hat eine Eigenkapitalquote von 96%. Okay. Also es gibt keine Bankschulden und so weiter. Also Montega hat 1,30 Euro drauf geschrieben. Die Aktie ist in den letzten Wochen schon deutlich angezogen. Und ich denke, die wird auch noch ein bisschen weiter steigen. Und wir müssen ja auch immer was suchen für 2 Wochen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie in 2 Wochen sicherlich über 90 Cent notieren wird. Wie groß ist das Risiko bei der Aktie? Bei solchen Aktien muss man dann... Nee, das Risiko ist relativ überschaubar, wie ich schon gerade sagte. Also Buchwert um 1 Euro je Aktie etwa, was das Eigenkapital angeht und dann auch die Fantasie jetzt mit dem neuen Geschäftsmodell, also das Risiko ist gar nicht so groß. Das Risiko liegt vielleicht in der begrenzten Liquidität der Aktie, aber ganz sicherlich nicht im operativen Bereich. Okay. Also, brauchst du noch eine Matratze? Naja, ich habe mal geguckt, was macht der Feind am Stammtisch und habe ich gesehen, Schlafwelten, das klingt natürlich schon toll, muss ich schon sagen. Ja, und perfektschlafen.de gehört dem auch noch von der Sleep Scan. Ja, Matratzen-Discount. Kannst dir direkt mal eine neue Matratze heute kaufen. Ich habe eine schon, nee, danke. Ich bin zufrieden mit meiner. Ja? Ich glaube, wenn du da eine Matratze kaufst, verdoppelt sich der Umsatz bei denen. Also das wäre schon eine spannende Sache. Ja, nee, ich brauche eher Pflastersteine für meinen Garten, aber keine Matratze, wenn sie noch welche übrig haben. Kommen wir mal wieder zu soliden Titeln. Kommen wir zu GFT Technologies. Die hast du dir ausgesucht. Ja, erstmal reizt die Aktie mit einer interessanten Charttechnik. Hier geht es ja auch ein bisschen um Timing. Und die Aktie ist gerade dabei, den Ausbruch über einen Kurstop zu probieren. Er liegt ungefähr auf dem höchsten Niveau, also seit mindestens 5 Jahren und hat in jüngerer Zeit auch recht gute Zahlen, auch akquisitionsbedingt, aber auch für sich allein genommen ist man gut vorangekommen. Und man profitiert eigentlich von einer interessanten Not, sagen wir mal, einer anderen Branche, nämlich der Finanzwelt, die ja im Grunde genommen ein bisschen in die Zange genommen wird von der Regulierung einerseits und auf der anderen Seite von möglichen Konkurrenten, die im Digitalbereich so ein bisschen das Wasser abgraben könnten. Und vor dieser Herausforderung steht im Grunde genommen die Bankenbranche, dass man sich eben nicht nur auf die alten Sünden und die Abarbeitung alter Sünden konzentrieren kann, sondern dass man auch in die Zukunft denken muss und dass man mit der Regulierung klarkommen muss. Und in dieses Raster passt GFT Technologies wunderbar rein. Man ist ein Spezialist für IT-Lösungen im Finanzsektor. Das heißt, man kann die Banken darin unterstützen, mit der Regulierung umzugehen und man hat auch die Digitalisierung als Stichwort im Sortiment. Und das in der Summe macht einen guten Eindruck. Der Cheflenker ist größter Einzelaktionär. Fällt mir auch nicht so schlecht. Im Zweifelsfall wird er mit steigenden Aktienkursen mehr verdienen als in seiner Funktion als Vorstandschef. Finde ich, ist eine ganz, ganz günstige Geschichte in der Summe. Okay. Dann fehlt noch mein Wert, natürlich der Wert, den Herr Schulz nicht favorisiert, der ihm nicht gefällt. Ich habe mich für Fraport entschieden. Die haben saubere Zahlen geliefert. Der Umsatz ist um 11% angezogen im ersten Quartal, hat aber dazu geführt, dass der Gewinn unterm Strich sich um 50% erhöht hat. Das finde ich natürlich gut. Charttechnisch, wenn man drauf guckt, sieht man auch, die Aktie ist über die 60 Euro wieder rausgegangen. Da war ein langer Widerstand. Jetzt könnte sie natürlich noch ein bisschen nach oben gehen und wir kamen mittlerweile auch so, dass es 60% der Reisenden an dem Flughafen, dass sie da shoppen und Immobilien, die sie da machen. Damit machen die mittlerweile 60% ihres Gewinns. Das ist rein nicht mehr rein die Passagiere durchschleusen, sondern die machen mit ihren Verkäufen und mit ihren Shops an dem Flughafen mittlerweile 60% ihres Gewinns. Gut, das ist ja ein Ding. Ja, der KGV liegt über 20, ist natürlich jetzt nicht ganz so billig, aber unterm Strich lässt jeder Fluggast fast 4 Euro jetzt da bei denen. Letztes Jahr waren es noch ein bisschen weniger als 3,70 Euro. Wenn man das jetzt 30 Cent mehr mal über 12 Millionen Passagiere,
im ersten Quartal ist schon ein Batzen, ne? Da kann man schon mal drauf aufbauen. Außerdem finde ich richtig wenig. Kostet doch schon eine Toastscheibe 4 Euro. Ja, das ist ja 3,50, ne? Na ja, gut, es gibt ja auch viele Mallorca-Reisende, die gehen einfach nur durch. Die sind schon blau, wenn sie ankommen, ne? Die kaufen nicht. Glaube ich, nicht so sehr vom Frankfurter, sondern eher dann von Hahn oder von Weeze. Oder von Düsseldorf. Ja, gut, da Düsseldorf ist ja Malle Hochburg, ne? Mal gucken, wie viel die da lassen. Jedenfalls, Fraport finde ich gut. Fraport nehme ich. Ich muss auch mal ein bisschen solider werden, ne, mit den letzten Werten. Ich hoffe, dass ich das Triple abwenden kann. Ne, und wir schauen mal nächste Woche, wie es ausgeht. Aber Fraport finde ich ist sehr gut. Auch vom charttechnischen Kaufsignal geliefert. Die Analysten sind auch sehr positiv gestimmt für die Aktie und ich auch. Und dann werden wir mal gucken, ne, wer da am Ende die Nase vorne hat. So. Beim letzten Mal hat es ja fast auch geklappt, wenn da nicht Southwest Airlines gewesen wäre. Also meine Damen und Herren. Wir kommen zum DAX-Tippspiel. Und wir haben wieder etwas zu vergeben, meine Damen und Herren. Beim DAX-Tippspiel geht ein dreimonatiges Probeabo wieder aus unserem Haus raus. Gewonnen hat nämlich der Herr Kermer. Der hat am besten getippt mit 11.632 Punkten. Ist er am nächsten am Eröffnungskurs vom gestrigen Donnerstag dran. Herr Schlag auf Platz 2, Herr Mehnert auf Platz 3, Herr Kretschmer auf Platz 4. Krüger kommt dann noch, der Herr Krüger. Und dann erst kommt der Herr Reiner. Also am Double ist er vorbeigeschrammt. Dann Braun, Kantim, Weingran und Lübbert. Glück gehabt, ich habe ja gesagt, wenn der Olli richtig tippt, dann schmiere ich ihm einen Monat lang sein Frühstücksbrötchen. Also das sind wir mal an mir vorbeigegangen. Jetzt kommen wir zu unserem DAX-Tipp, meine Damen und Herren. Sie können natürlich auch mitspielen, mehr dazu gleich. Aber erstmal tippen wir. Und Volker, du hast gesagt, es geht seitwärts. Wir stehen bei 11.800. Genau. Dein Tipp? Ich sehe eine Range über die nächsten ein, zwei Monate zwischen 12.000 und 11.600 Punkten. Und in zwei Wochen stehen wir bei 11.600. Okay, der Walter ist da schon ein bisschen bullischer. Der hat zumindest die 12 vorne. Ich glaube, die 12 kann man durchaus auch von oben noch sehen, wenn es jetzt nicht irgendwelche unvorhergesehenen Störmanöver gibt. Aber 12.040 schicke ich als DAX-Tippen zu Ende. Ja, da bin ich auch nicht ganz weit von entfernt. 11.997 Punkte tippe ich. Ich denke, wir gehen auch wieder Richtung 12.000. Aber denke, dass wir uns schwer tun werden, da so ein bisschen drüber zu gehen. Und deswegen bleibe ich knapp drunter. Und du bist auch knapp drüber. Knapp drüber, ja. Es wird natürlich interessant sein, was die griechischen Amokläufer da veranstalten in den nächsten Wochen noch. Aber ich glaube auch, wenn es jetzt so weitergeht, ohne gravierende externe Einflüsse, dann werden wir noch mal kurz in Richtung 12.000 gehen, vielleicht so einen Zacken drüber. Mein Tipp ist 12.020 und dann wird es auch recht zügig wieder nach unten gehen. So, das sind unsere Tipps, meine Damen und Herren. Wir schauen noch mal drauf. Herr Thyssen tippt 12.040, Herr Schmidtbauer 12.020, Herr Weingart 11.997 und Herr Schulz 11.600. Dann sehen wir noch den Einsendeschluss, den Sie haben. Sie können uns nämlich versuchen zu schlagen. Bis zum 27.05. können Sie Ihren Tipp bei uns abgeben. Und wenn Sie uns schlagen und dieses Tippspiel gewinnen, dann gibt es ein Probeabo für 3 Monate aus unserem Haus. Ein Börsenbrief Ihrer Wahl. Den können Sie sich dann aussuchen, zum Beispiel die Wernicke Einzelanalyse, den Frankfurter Börsenbrief oder den Aktionärsbrief. Oder die Penny Stockracher. Kommen die auch aus unserem Haushalt, wäre mir neu. Aber ich sage Ihnen, Sie tippen mit unter der eingeblendeten Adresse hier, redaktion@bernecker.tv. Und Herr Schulz hat dann für Sie noch pennystockkracher.de im Gepäck. Also wenn Sie gewinnen, kann der Herr Schulz da vielleicht noch was für Sie machen. Der ist ja gerade da in den Gefilden zu Hause. Ja, Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, meine Damen und Herren. In 2 Wochen sehen wir uns wieder zur nächsten Ausgabe vom Bernecker Stammtisch und mal gucken, wer gewonnen hat und wer die Runde zahlt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ein erholsames Wochenende. Ist ja verlängert mit Pfingsten. Die Bahn fährt auch wieder. Herr Weselski, schönen Gruß, danke. Aber bitte, Bahn bleibt hart. Eigentlich ist er blöd, wenn er gewinnt. Ne? Der hat jetzt so viel Stress gebaut und geht am Ende noch als Sieger raus. Wir werden es sehen, meine Damen und Herren. Jedenfalls ist das verlängerte Pfingstwochenende gerettet. Die Bahn fährt da. Deswegen hoffe ich, dass Sie nicht im Stau stehen und ein schönes verlängertes Pfingstwochenende haben. Danke, also bis in 2 Wochen.